Life and Struggle ist eine Fotoausstellung, mit welcher ich im Jahr 2008 begann. In dieser Fotoausstellung geht es um den Alltag der Arbeiter der Textilindustrie. Die Fotos zeigen Freude, Trauer, Zufriedenheit. Sie erzählen die Geschichte von Arbeitern, die in einer Familie sind, die ihrem Traum folgen und wie sie mit ihrer Umwelt umgehen. Zudem zeigen die Fotos, wie die Arbeiter mit ihren Vorgesetzten und Industriebesitzern ringen müssen. Genau diese Dinge versuche ich zu dokumentieren. Das Menschsein, die Trauer, die Zufriedenheit, die innere Stärke. Die Arbeiter haben eine enorme innere Stärke und sind nicht weniger wichtig als andere Menschen. Ich möchte sie als Menschen darstellen und nicht als Opfer. As a human being, not a victim.